Ja, hallo meine Freunde, ich bin's, euer Firobo, und ich mache wieder ein kleines Infovideo zu meinem Kanal. Beziehungsweise ich habe jetzt inzwischen zwei Kanäle, zwar einmal Firobo90, mein Let's Play-Kanal, und einmal den Fit-Blog, und zwar hier, wenn Vlogs drauf kommen und alles andere Mögliche. Hier werde ich Unboxings machen, Reviews sind auch noch geplant. Ja, und die Reviews, ja, die, beziehungsweise die Unboxing habe ich schon ein paar gemacht, die werde ich jetzt die Tage auch freischalten und so weiter. Hätte noch ein bisschen am Kanaldesign arbeiten natürlich, ja, aber das ist irgendwo am Rande. Ja, Hauptsache jetzt komme ich mal zu meinem Let's Play-Kanal, weil hier das Info-Video scheint ja auf dem Let's Play-Kanal. Das Bing gerade war, das ist ein Render-Video, das ich im Hintergrund umlaufen habe, gerade fertig geworden ist. Und zwar kommen jetzt die Tage richtig viele Videos raus, denn ja, ich habe ja schon ein bisschen gesagt. Übrigens, ihr seht ja, wir haben 4:30 Uhr morgens. Ich muss mich halt auf meinen Nachtschicht umstellen, deswegen bin ich noch wach und bin ziemlich gearscht. Aber ich mache eben noch schnell das Infovideo hier. Ja, und zwar ist jetzt momentan so geplant, dass täglich Dying Light kommt auf jeden Fall. Witcher 3 kommt, soll tauchen jetzt täglich kommen. Ich habe jetzt schon was hochgeladen. Es ist jetzt ungefähr bis, ja, ich glaube bis Mitte Juni habe ich auf jeden Fall schon hochgeladen und es ist geplant. Deswegen denke ich mal, da sollte ich das tägliche Upload schaffen. Zu den anderen ja, laufenden Projekten, da werde ich immer wieder was tun. Ich bin momentan, ja, GTA 5 will ich ja die ganze Zeit noch aufnehmen, aber irgendwie, ja, geht das irgendwie nicht. Krieg es irgendwie nicht gebacken, ich weiß nicht genau. Ja, Multiplayer soll jetzt jeden Sonntag kommen. Kann man jetzt auch am Sonntag. Für nächsten Sonntag ist auch schon Platz gegen Zombies geplant, so viel kann ich sagen. Aber ich war ein bisschen so im Aufnahmefieber mit Evolve, dass ich dann gesagt habe, yo, ich habe jetzt noch ein Video Evolve aufgenommen, das habe ich jetzt auch hochgeladen, das werde ich jetzt auch noch die Tage freischalten, vielleicht heute auch schon, ich weiß nicht, mal schauen. Da wird heute ein richtig dicker Tag, denn heute werden Witcher 3, Dying Light, dann Evolve, dann Happy Wheels kommen und noch Akibas Undressed. Ja, heißt, es sind fünf Folgen, die heute kommen würden. Wenn ich das mache, plus nochmal hier die Infofolge. Ja, das wäre doch mal ziemlich nice, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, die Planung habe ich auf jeden Fall ein. Wie es auch jetzt am Sonntag konnte ich jetzt nicht einhalten. Dadurch kam erst die Wolf-Folge erst am 1. raus, also statt also einen Tag später. Das war einfach daran, dass ich die dann auch am Tag, selben Tag aufgenommen habe, aber ich habe es einfach nicht mehr rechtzeitig hochgeladen bekommen. Da hat YouTube wieder ein bisschen rumgespackt und so, deswegen, ja, tut mir leid, aber sie kam auf jeden Fall noch die Folge. So, gut. Dann habe ich auch noch hier hinzugefügt, mal bei den pausierten Projekten. Wo sind die eigentlich? Pausiert natürlich ja keine Zeit und keine Lust, das ist Hauptgrund. Bis auf Mortal Kombat 10, das ist ein Dreckspiel bei Steam. Denn das Spiel installiert sich einfach jedes Mal neu, wenn ich Steam starte. Heißt, ich muss jetzt mal diese 14, 15 Gigabyte, die das Spiel groß ist, runterladen, damit ich überhaupt spielen kann. Deswegen habe ich es jetzt erstmal deinstalliert und werde es wahrscheinlich auch nie wieder anrutschen. Heißt, ja, ich hab ein Spiel geholt und ich werde es nicht spielen. Super. Ja, Hauptkanal, wie gesagt, hier habe ich auch ein bisschen umgeändert wieder. Ich bin mir aufgefallen, hier war auch ein bisschen Unordnung drin, die habe ich dann einfach mal rausgenommen und ja. Sieht jetzt alles ein bisschen wieder aus. Jetzt stimmt es auch alles wieder. Inzwischen wird mir auch Dying Light hier auf vorne bei den Uploads angezeigt. Wurde nämlich die ganze Zeit nicht. Deswegen kam irgendwie, sah es noch so aus, wenn jeden Tag nur eine Folge rauskam. In Wirklichkeit kam aber mal Dying Light mit raus, die letzten Tage. Und halt gestern, ja, gestern, wir haben heute Freitag, kam halt noch natürlich Subnautica, weil, wie ihr seht, ist ja geplant für donnerstags immer eine Survival-Folge. Ja, da habe ich jetzt Happy Wheels jetzt auch noch die Tage rausgekommen. Heißt, ich habe ihn jetzt ein bisschen am Überproduzieren, aber ist nicht schlimm. Passt schon, denke ich mal. Ihr habt ja auch was davon, ne? Ja, geht ja online, da bin ich momentan so viel am, habe ich so viel wieder Material und so weiter, ich werde es auch wieder löschen und so weiter. Einfach, ich bin einfach nicht zufrieden damit mit der Aufnahme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da jetzt so viel gemacht, ey, wenn ihr wisst, was ich jetzt alles schon gemacht habe. Ich bin jetzt schon fast Level 60 und so weiter und habe da Sachen gebaut, ich habe da so viel Geld rein. Money, Ingame Money rausgeworfen. Mir gehört fast alles schon und das ist echt heftig und das muss ich leider ein bisschen umändern noch. Umändern, sag ich schon, ein bisschen noch aufnehmen eigentlich und so. Ah ja, mal schauen. Ach ja. Ich gehe da wieder, Mann. Ist normal, ist vielleicht sollte ich hier noch ein bisschen anhalten, dass ich irgendwie hier eine der Folgen immer noch irgendwie noch versuche, einmal die Woche rauszuhauen. Dass ich mich nicht nur auf diese hier ranhaue, konzentriere. Ja, und ja, hier müsste ich auch mal fertig machen. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich weitere Projekte abbrechen sollte, wie zum Beispiel Sie will in hier Mittelerde.
Legend of Korra und so etwas, weil das sind aber wahrscheinlich Spiele, die ich niemals spielen werde. Auch also Alien Isolation. Das war auch der Grund, warum ich The Crew abgebrochen habe, weil ich einfach gar keine Lust mehr an dem Spiel hatte. Wirklich gar keine Lust. Und deswegen habe ich gesagt, ich deinstalliere es. Und wenn ich sage, hier ein Spiel von der Liste, das ich habe, und ich deinstalliere es, eigentlich sozusagen das aus auch für das Spiel. Weil das hat mir dann einfach, packt mich einfach nicht mehr, interessiert mich nicht mehr. Deswegen ist natürlich ein Game, was ich schon öfters gespielt habe und jetzt lese, dann heißt es natürlich, ja, ich bin jetzt für den Moment gesättigt, aber es ist immer noch ein gutes Spiel. Aber wenn es ein Spiel ist, was ich noch nicht vorher gespielt habe und das dann trotzdem deinstalliere, ist es echt ein No-Go-Kriterium. Deswegen da würde meine Bewertung wahrscheinlich auch nicht so gut so ausfallen. Aber ich bewerte ja momentan nur Games, die ich halt wirklich auch beendet habe, wo ich sagen kann, jo, ich habe alles gesehen oder das meiste zumindest. Und deswegen nehme ich mir das Recht raus, es zu bewerten. Ja, übrigens, ja, Dying Light, ja, habe ich mit 150 Folgen jetzt abgeschlossen. Ich habe zwar das Horn DLC noch nicht durch. Oh, ja, war neu. Also, das Horn DLC habe ich noch nicht tot. Also, das Bosek Horn DLC, so heißt das ja. Da gibt es einmal Parcours laufen. Das habe ich auch, glaube ich, in dem Video falsch erklärt gehabt. Also, in 150, also, bis das rauskommt, ist das Video auch wieder vergessen da. Ja, aber ich könnte es mir eben sagen. Da habe ich halt gesagt, dass ich denke, dass da ein DLC noch rauskommen würde und eins rausgekommen ist, das nicht stimmt, weil das ist meistens ein DLC. Ja, aber wie gesagt, das Horn DLC ist jetzt auch nicht wirklich so cool, dass ich sagen muss, jo, das muss ich jetzt noch weiter aufnehmen. Deswegen, ich habe da jetzt noch ein paar neue Herausforderungen dazu gekommen, aber das ist hauptsächlich einfach nur dasselbe wieder, nur halt diesmal mit Bestenliste und so weiter und deswegen werde ich es auch nicht machen. Deswegen, ja, vielleicht, wenn der Kimo mit mir nochmal Dying Light zockt und der DLC ist auch gut, wir machen es im Koop zufälligerweise und ich werde es aufnehmen, werde es noch nachhängen, deswegen. Aber die Entwickler sagt noch, sie planen noch was mit Dying Light. Die Frage ist jetzt nur, kommt dafür neue Spiele raus oder wird das als Updates für Dying Light rauskommen? Deswegen habe ich erstmal hier, habe ich natürlich vor fertig stehen, weil ich habe jetzt alles, was im Spiel ist, gemacht. Mit dem Fragezeichen Updates hinter. Einfach aus dem Grund, ja, wie gesagt, wenn jetzt Updates kommen, würde ich es natürlich noch weitermachen, wenn noch ein paar Folgen kommen, aber sonst bin ich jetzt erst mit 150 Folgen fertig. Ja, gut, und ich würde sagen, das war's auch mal wieder. Ja, wie gesagt, mein Feedblog ist natürlich auch überall verlinkt wieder. Ja, übrigens könnt ihr mir auch gerne auf Twitter, Facebook, Ask.fm, was noch alles so gibt, was ich habe, folgen oder halt reinschauen. Ja, ist halt für euch überlassen, weil da werde ich halt immer wieder Infos von mir kriegen und ja. Auf Twitter bin ich momentan sehr recht aktiv und ich muss sagen, da habe ich relativ viel Spaß dran und ja, was da so abgeht, ist schon auch teilweise auch traurig. Und wir haben 23 Abonnenten. Yeah, nice. Und zwar auch feste Abonnenten, die auch meine Videos gucken. Das finde ich cool. Ja, wie gesagt, GTA 5 muss ich unbedingt weiterzocken. Aber ich habe momentan einfach immer wenn ich jetzt GTA zocke, bin ich mich im Online-Modus, bang in Streams rum. Das ist auch noch die Sache, warum ich kein GTA Online aufnehmen kann, weil ich einfach die ganze Zeit in Streams hänge und dann reden die noch teilweise privates Zeug und so weiter. Ich habe mir gesagt, naja, das gehört nicht auf YouTube. Deswegen, da muss ich noch ein bisschen schauen. Aber mit dem lieben Rabio, falls ich den noch nicht in der Folge irgendwie verlinkt habe oder so mal, den habe ich auf jeden Fall schon mal ein Infovideo angeteasert, das weiß ich, da habe ich ihm ein bisschen was über den erzählt. Mit dem nehme ich auch momentan wieder auf und ja, vielleicht hauen wir jetzt ein paar Folgen raus, weil der will auch unbedingt aufnehmen und mal schauen, was abgeht. Ja, auf jeden Fall, meine Freunde, ja, das war es jetzt wirklich mal von dem Infovideo. Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder oder in der nächsten Folge vom Infovideo oder in einer der anderen Folgen. Vielleicht guckt ihr auch gerade irgendwelche Folgen von mir von Anfang an oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch meine Sachen hier bewerten würdet mal und gerne kommentieren. Ich bin für alles offen, wenn ihr Kritik habt, sagt sie mir. Ich versuche mich natürlich zu verbessern. Ja, wenn es auch sinnvolle Kritik ist, wie du bist fett, das könnt ihr euch sparen, das wird gelöscht von mir oder ich ignoriere es einfach, denn das ist einfach nur oberflächliche Hate-Kommentare und die interessieren mich kein Stück, die nehme ich auch nicht mehr ernst oder wahr. Deswegen einfach nur für die Hater macht, obwohl es gibt ja Hater, die machen sich trotzdem die Mühe, aber gut. Sollen, ist mir egal. Sie werden auf jeden Fall von mir gelöscht, geblockt und weiß ich was alles. Ja, jetzt mache ich aber wirklich Schluss, denn ich quatsche einfach viel zu viel und ich scrolle schon durch die Gegend. Also, meine Freunde, haut rein. Ciao.